Hallo zusammen, ich bin Natan, das ist Musti, sag hallo Musti. Hallo Musti. Und für heute haben wir im Endeffekt einen wichtigen Tipp, wie ihr euer Kamerasparring verbessern könnt. Viele Anfänger und erst recht nicht nur Anfänger haben dieses Gefühl, dass sie in Sparring nicht wirklich schaffen, was sie wollen. Und nach meiner Erfahrung ist es normalerweise, weil die Leute nicht mit Kombos arbeiten. Sie haben Angst einzugreifen, weil sie vom Counter Angst haben oder sie haben Angst, sich zu öffnen und dann geschlagen werden. Und deswegen machen sie einfach nichts. Sie warten und wenn der Angreifer, wenn der Partner etwas aggressiver ist oder ein bisschen mehr erfahren ist, dann ist es vorbei. Und welche Kombo genau ihr benutzt, das ist auch eine Geschmackssache, vor allem vom Stil. Aber die Hauptsache ist wirklich mit Kombos arbeiten. So dass mein Partner keine Zeit hat, auf meinen Angriff zu reagieren, sondern er ist damit beschäftigt, sich zu verteidigen. Und das ist genau die Idee. Und auch wenn wir über Selbstverteidigung reden, das ist auch die gleiche Idee. Zum Beispiel gegen Messebedrohung oder sowas, die Techniken sagen nicht nur Pump, Kick und fertig, sondern mit Volumen arbeiten, viel angreifen, sodass der Angreifer weggeht oder aufhört. So, für heute haben wir ein paar Kombos oder wir bauen ein paar Kombos auf, um eure Flow im Sparring zu verbessern. Die erste Kombo oder die erste Übung sind einfach zwei gerade Schläge im Wechsel. Und hier müssen wir ein paar Sachen aufpassen. Nummer 1, richtig schlagen, das ist klar, aber noch wichtiger ist, zurück zur Deckung. Und sobald ein Schlag fertig ist, kommt die Hand zurück zum Gesicht und hier auch. Weil mein Partner genau hinterher mit seinen Schlägen kommt. Sobald ich fertig bin, er ist dran. Und dann muss ich hier zumachen oder abwehren. Okay, so, schlagen und Hände zurück zum Gesicht. Das ist Nummer 1. So, die zweite Übung ist jetzt Dreier-Kombos. Heute Jab, Cross, Hook. Nochmal, sehr wichtig, nach dem Schlag zurück zum Gesicht, weil mein Partner dran ist. Und wenn ich so schlage, dann kriege ich auch auf die Fresse. So, bam, 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 bam. Und so weiter. Und mit all diesen Kombos fangen wir langsam an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn es gut geht, können wir einfach weiter und schneller machen. So bauen wir diese Fähigkeit auf, flüssig zu arbeiten und immer in den Decken zu bleiben. Der nächste Schritt ist genau dasselbe. Wir starten mit Regular Kick. So, entweder bringt mein Partner seine Hände hier unten, sodass ich ein Ziehen habe, oder wir treffen auch. Okay? Und dann 1, 2, 3. Und dann drei Pause, klar. Kick. 1, 2, 3. Okay? Und hier nochmal. Wir fangen langsam an und dann langsam schneller und schneller. So, der letzte Schritt ist, wir haben einen Knieabschluss. So, Kick. 1, 2, 3, 4. Partner ist sofort dran. Kick. 1, 2, 3. Kick. Und das ist unsere Kombo. Und natürlich, wir können immer noch etwas addieren und noch etwas addieren. Die Hauptsache hier ist nicht genau, welche Kombo ihr macht. Die Sache ist, mit Kombos arbeiten und viele Kombos üben, sodass es automatisiert wird. Sodass wir immer mindestens 3, 4, 5 Möglichkeiten haben, die hintereinander kommen. So, das war ein Tipp, ein wichtiger Tipp, wie ihr euer Sparring in Krav Maga verbessern könnt. Sag tschüss, Musti. Tschüss, Musti. Tschüss, Musti.